Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Country Tropical. Als erstes geht's hier rein in Level 2K Hoppolis. Und dann machen wir uns auf den Weg gleich zum zweiten Boss. Also bleibt dran. Es wird jetzt schon mal spannend. Wenn ich wüsste, was das für ein Level ist. Okay, hier müssen wir alle Bananen sammeln. Oder alle Gegner, weiß ich jetzt nicht. 1, 2, 3. Nein, wir müssen alle Bananen bündeln sammeln. Aber mit X ist das natürlich wieder einfach. Einfacher. Ich bin immer ein bisschen fliegen, ne? Nein! Nein! Jetzt habe ich keine Dixie. Nein, Mist. Ah, das wäre jetzt viel einfacher. Aber es ist ja auch so machbar. Das Leute ist ja frei. Muss ich mal jetzt nach überlegen, wie ich das hier am besten mache. Hauptsache ich sammle einmal diese scheiß Pote da ein. Kommt das überhaupt nochmal? Ne, wir müssen schneller sein. Okay, das ist interessant. Ich sag doch, es wird witzig. AK-Level sind immer richtig nice. Rüber cooler und dann da schnell drauf und dann rüber cooler oder Puzzleteil mitnehmen, sterben, egal. Ob es Sache, wir sammeln es ein. Hopp. 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 Ich bin doch drauf gewesen oder nicht? Der Flügel von diesem komischen Gegner hat mich berührt. In Mario Maker 2 wärst du schon vorher schon dort gewesen. Ich kann wieder ein paar Münzen sammeln. Ich habe eh mal ein paar Münzen mal schon ausgegeben. Und 100 Doppelte oder so. Ja, so muss das sein. Und dann geht es hier direkt weiter. 2 von 5. Man muss hier bei den Gegnern natürlich aber auch immer wieder drücken. 3 von 5. Mhm. Wer ist es nicht? Du Schweinehund. Daran muss man ja immer denken, dass da so ein Puzzle kommt. Okay, das war Puzzleteil Nummer 4 schon. Seht ihr, das meine ich. Man muss, wenn man auf den Gegner drauf kommt, noch einmal hier schon drücken. Jetzt, wenn man festhält, direkt. Ich weiß jetzt nicht. Nee. Nope. Das ist die ganze Zeit nur das gleiche, so, ne? Das geht halt kaputt. Man muss auf den Gegner drauf. Das Teil ist jetzt egal, habe ich ja schon in der Tasche. Und das habe ich jetzt vergessen. Vielleicht schaffen wir nur das Level und den Boss. Ja, hopp! Ja, mit Dixie ist gar nicht so geil, oder? Kommen wir dann auf die Gegner. Oh, huhu. Gekonnt ist halt gekonnt. 1, 2, 3. Mein Wegknopf hier wird voll ausgeleiert. Mein ganzer Drücken. Ja, und das ist ärgerlich, wenn da du drückst, aber nicht rüberkommst. Am Anfang habe ich ja noch Y festgehalten. W
Ping schneller laufen und so, aber das ist ja hier gar nicht der Fall. Hopp, hopp. Weil das Level später auf extra schwer, finde ich gar nicht so schwer. Das ist ja genau das gleiche. Ah, du scheiß Ding! Sag doch, das Puzzle kommt beim ersten Gegner. Warte ich mal, nee, ich muss warten, bevor ich darüber springe. Dieses Ding hier, wo ich. Das hier, wo ich gerade drauf war, fällt ja runter. Okay. Schöne Münzen sammeln. Ja, mit Dixie dabei hätte, könnte man einfach der ganze Zeit die Gegner töten. Juhu! Okay, jetzt kommt das, ne? Ah. Oh, oh, da leben wir zu. Ja, mal schauen, wo Puzzlekarte Nummer 5 ist. Ah, da ist es. Gönn dir! Gönn dir! Oh, das ist ja das Ziel. Oh. Es ist noch nicht vorbei. Es ist einfach nur ganz halt auf Gegner ran. Drück den Wegknopf hier. Richtige Seite. Bevor man auf den Gegner ist, ne? Jupp. Na, vergessen. Jetzt rüber, ja. Hier, warten wir kurz auf die nächsten. Präzision muss man hier auch nicht haben, ne? Da war ich fast zu schnell. Ne, ja, jetzt diesmal bin ich gut. Na, rüber! Nein, da musste ich noch hoch. Ach du Scheiße. Viele Versuche später. Naja, 20 Minuten habe ich jetzt schon. Ich glaube nicht, dass ihr so viel sehen werdet. Hopp. 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 Ja, das war gut. Jetzt muss ich einmal gucken. Jetzt schaffe ich das. Voll riskant. Also wegen einem Leben. Hab Nintendo das Board mal getestet. Aber so, ja, das brauche ich da so hin. Wird schon funktionieren. Okay. Und die scheiß fliegenden Dinger hier. Nicht zu weit nach rechts.
Gönn dir! Gönn dir! Ja! Gönn dir! Gönn dir! Puh. Oh weia! So, fast 22 Minuten sagt die Aufnahme. Wenn man noch Begrüßung weglässt. Puh, erstmal einen Schluck trinken. Immerhin habe ich das geschafft. Nur für euch. Ein weiteres mysteriöses Artefakt gefunden. Ja, schön. So, dann können wir jetzt mal weitermachen mit zwei Bossaffen Aufstand. Das war schon gerade ein Aufstand hier. Ich wollte schon streiken gehen. Haben wir jetzt nur ein Level und einen Boss. Nehme ich Dixie, ja, komm. Ich weiß nicht, ich mag Dixie am besten. Dann wirklich Didi und dann am Ende Cranky. Nur wenn wir mit Cranky spielen müssen. Das hättest du mal nicht machen sollen. Komischer Vogel hier. Oh nee, ey. Ich erinnere mich jetzt schon dran. Der ist gar nicht so schwer. Ah! Was putschen wir? Dann nehmen wir hier sein eigenes Ei. Werfen wir auf ihn drauf. Easy. Ein weiteres Mal perfekt. Hier einfach liegen laufen, ja. Schon Phase 1 geschafft. Ich habe es vor kurzem erstmal extra schwer geschafft. Deswegen weiß ich, was ich hier machen muss. Ja, nimm das Ei noch mit. Ja, sehr schön. Da haben wir schon zweimal getroffen. Ausweichen Feder. Nein! Da war gar kein Hütten. Drinne. Oh, Phase 2 geschafft. Wenn man weiß, wie es geht, dann ist es einfach. Jetzt kann man auch die ist ein bisschen schwierig. Kannst bald nicht mehr fliegen, wenn du deine ganzen Feder wegschmeißt. Und diese davon auch. Na hopp. Kann man auch wegschleudern, ne? Mal ein Herz. Oh, das ist natürlich auch geil. Das Ei nehme ich mit. Treffen wir einmal und haben direkt einen zweiten Versuch hier. Ne, er kommt jetzt runter, ne? Schade. Nein! Jetzt schnell drauf. Wenn wir jetzt das Ei noch ganz Zeit, dann könnten wir ihn jetzt noch abbrechen. Ja, ja. Alles klar. Was für ein Affenabstand. Hm. Hm. Oh. Nice to know, dass man hier noch Erz mehr bekommt. Ja. Egal, wir haben ja ihn nicht besiegt. Wow. Oh, 21 Mal, sehr schön. Beim ersten Boss habe ich das ja verkackt. Yes. Ist das was Besonderes, wenn man das so schafft?
über 20 oder so. Ja, Musik, Figuren, Diorama werden auch so freigeschaltet. Keine Ahnung, was das bringt, ihn so oft zu schlagen. Aber wir haben es geschafft. Best try, Basti. Oh ja, Weltbegleiter, die mag ich. Die mag ich. Puh, wir schauen jetzt mal, wie die heißt, die Welt. La Savanna. Eine schöne Wüste hier. Wir spielen jetzt mal 3-1 Prairie Polka. Für euch jetzt extra noch das erste Level schön zusammengeschnitten. Ah ja, das Level. Schöne Musik hier. Im ganzen Spiel. Da geht's, glaube ich, hoch. Nee? Ja, genau aufgepasst, ne? So witzig, ey. Alles bewegt sich hier. Ja. Weiß nicht. Oh, komm, die eine Banane noch. Aha. Es bleibt da oben, ja. 9 Stück. Danke. Da jetzt was passt. Irgendwas kam da aus dem Boden raus. Leben! Nein! Weißt du, in der Wüste echt so, so lustig hier. Bananen hüpfen noch einfach, oh ja. Müsste jetzt schon hier irgendwo ein weiteres Positiv geben. Ich hab so einen Riecher dafür. Und da fahren wir runter und holen uns das nächste. Wow. Oh, 3 von 9. Na, jetzt wird's witzig. Und dann hier schon das nächste, also 3 Positionelle hintereinander. Manchmal sucht man die ja. Wie verrückt. Da war ein Oh. Nein, so nicht. Okay, so nicht, Donkey. Verrückten Tiere. Oh, ist jetzt gespeichert, aus welchem Grund auch immer. Hier müssen wir alle einsammeln. Wer Donkey Kong Country Returns kennt, weiß, dass es das hier genau so ist. Da kommen noch ein paar Leben. Komisch aus, wenn die Bäume sich hier so bewegen. Ach, einfach so ein Puzzleball. Okay. Komm mal weg, Mann. Nein, komm. Alles weg. Muss alles weg. Wieder ein Puzzleball. Ah, ein Bonus. Hinten
zu einem Riesenbaum. Wahrscheinlich wird da Grafiki. Bumm, First Try Boss. Und Checkpoint. Hier war noch was? Nein, schon. Ein paar Bananen, okay. Und die Musik, die passt einfach dazu, ey. Weiß nicht, ich feier die. Ein G, sehr schön. Und ein Punkt dann noch. Nummer 8, okay. Kann auch sein, dass man hier diese Münzen einladen muss. Aber hier sind keine. Lang haben wir hier. Ja. Ah, hier irgendwo noch ein Puzzleteil. Hier ist Ziel. Nein, eins verpasst. Oh, schade, ey. Ist nicht so gut. Ein Puzzleteil, echt, ey. Ja, das ist echt das letzte vielleicht? Ne? Wird nicht angezeigt welches, oder? Oder ich habe es jetzt auch am Ende nicht gesehen. War auf jeden Fall eine witzige Folge. Fast 22 Minuten für das erste Level. Ganze Aufnahme schon 34 Minuten. Deswegen, jetzt habt ihr den neuen Teil gesehen. Machen wir beim nächsten Mal weiter hier in der geilen Wüstenwelt hier. Auf jeden Fall wird es bestimmt richtig geil. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Sag nur noch, ich bin euer Basti. Bleibt fit und schaut.